Hi Leute, heute geht es um den Mythos der Monster-Kamelspinne. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mal noch ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Im Irak stationierte USA-Soldaten sollen eine in der Wüste ansässige Monsterspinne entdeckt haben, die meterweit springen, rasend schnell laufen, ohrenbetäubend laut kreischen und sogar Menschen töten können soll. Mit einem giftigen Biss soll sie ihre Opfer paralysieren und danach das Fleisch der Beute fressen. Sogar von den Medien wurde die Spinne als Wüstenmonster in Berichten genannt. Der Mythos ist dabei wahr und falsch zugleich. Der wahre Teil: Es gibt tatsächlich eine Kamelspinne, mit dieser Megaspinne hat sie aber fast nichts gemeinsam. Kamelspinnen werden bis zu 15 cm groß und sind eher mit Skorpionen als mit Spinnen verwandt. Schnell sind sie tatsächlich, sie schaffen 16 Stundenkilometer. Sie jagt Eidechsen, Schlangen und kleine Nagetiere. Menschen beißt sie nur, wenn sie extrem in die Enge getrieben wird. Und der Biss ist nicht tödlich, aber durchaus sehr schmerzhaft und kann zu einem tagelangen Schwindelgefühl führen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Video. Dankeschön und ciao.